Nicht nur das Angebot des Xbox Game Pass bekommt regelmäßig ein Update spendiert, sondern auch der Xbox Kosmos. Dazu zählen eure Konsole, euer Zubehör, PC-Feature und vieles mehr. Wir stellen euch alle Neuerungen aus dem Oktober-Update in diesem Video kurz vor, sodass ihr direkt auf dem neuesten Stand seid und schauen könnt, welche davon für euch spannend sind und welche ihr direkt nutzen wollt. Gibt es denn ein Feature, das ihr aktuell noch vermisst? Verratet es uns einfach in den Kommentaren. Und dranbleiben lohnt sich, denn am Ende zeigen wir euch, wie ihr noch unkomplizierter mit euren Highscores flexen und selbst beim Spielen dabei helfen könnt, das Spielerlebnis mit Xbox noch weiter zu verbessern. Wie wir euch erst letztens gezeigt haben, ist es unheimlich praktisch, eure Xbox-Konsole mit eurem Fernseher über Consumer Electronics Control, kurz CEC, zu verbinden. Dieses Feature erlaubt euch, dass sich beide Geräte gegenseitig bedienen können, zumindest einen Teil. Und hier wurde nun ein neues Feature ergänzt. Ab sofort könnt ihr bei aktivierter CEC-Verbindung die Lautstärke eures TVs einfach über eure Xbox anpassen. Weitere Details zur CEC-Verbindung findet ihr in unserem Tech-Guide zu wichtigen Einstellungen, den wir unter dem Like-Button für euch verlinkt haben. Wie jetzt? Kein Wurm? Ja, sicher, ihr habt es euch gewünscht und jetzt ist es soweit. Falls ihr das wirklich möchtet, könnt ihr auf diesen wunderschönen Sound verzichten und eure Xbox nun so einstellen, dass sie ganz leise hochfährt. Wenn ihr euch also das nächste Mal ins Wohnzimmer schleicht, um heimlich zu üben, hält euch die Xbox den Rücken frei. Gut, den Spielsound solltet ihr vielleicht auch muten. Und das Licht dimmen. Haben wir erwähnt, dass eure Xbox auch einen Nachtmodus hat? Keine Sorge, auch hierfür haben wir unten ein Video verlinkt. Wie gesagt, we got you covered. Möchtet ihr die Inhalte, die ihr auf eurer Xbox-Konsole besitzt, mit zum Beispiel eurer Familie teilen, definiert ihr sie als Heimkonsole. Das Menü hierfür wurde nun überarbeitet und erklärt euch alle Details etwas genauer. Außerdem werdet ihr nun bereits beim Einrichten einer neuen Xbox-Konsole gefragt, ob ihr diese als eure Heimkonsole festlegen möchtet. Praktisch! Wenn wir schon dabei sind, alles etwas umzugestalten, warum nicht auch ein paar Bezeichnungen? Eure Sicherheitscodes zum Einloggen und Entsperren von Käufen nennen sich nun Pins, so wie ihr es vermutlich von anderen Anwendungen gewohnt seid. Das Energiemenü bekam ebenfalls ein paar Anpassungen. Standby heißt nun Schlafen und Energiesparen heißt nun Shutdown, Energiesparen. Um festzulegen, wie sich eure Xbox-Konsole beim Herunterfahren verhält, geht ihr in den Einstellungen auf Allgemein und dann auf Energieoptionen. Es ist euch vermutlich in den letzten Tagen schon aufgefallen, es gibt eine neue Firmware für eure Xbox-Controller. Hier wurden ein paar Bugs zwischen Flight Sticks und Adaptive Controller behoben, sowie kleinere Fehler der Series X und S-Controller. Und auch beim One-Controller mit Bluetooth-Support und den Elite Series 2-Controllern wurden Fehler ausgebügelt. Somit habt ihr auch in Zukunft selbst die brenzligsten Situationen immer bestens im Griff. Nicht nur eure Xbox-Konsole selbst wurde mit einem Update bedacht. In der Xbox-App habt ihr mit dem Oktober-Update nun die Möglichkeit, eure gespeicherten Aufzeichnungen aus Spielen in der Länge zu bearbeiten. Dadurch ist es nun noch einfacher für euch geworden, eure liebsten Momente in Spielen mit anderen zu teilen. Indem ihr den Anfang und das Ende zurechtschnippeln könnt, konzentriert ihr euch auf das Wesentliche und kommt direkt zu den spannenden Highlights, die ihr während eurer Abenteuer mit Xbox erlebt. Habt ihr selbst Anregungen, die ihr mitteilen möchtet, findet ihr in der Videobeschreibung den Link zu unserer Support-Seite, wo Feature-Anfragen eingereicht werden können. Und mit der Insider-App auf Xbox-Konsole und PC könnt ihr aktiv die Zukunft von Xbox mitgestalten, indem ihr an Umfragen und Betas teilnimmt. Auch neue Konsolen-Features, wie ihr sie in diesem Video gesehen habt, werden zunächst von Insidern getestet. Wollt ihr künftig auch zu denjenigen gehören, die Features schon vorher mal probiert haben? Werft einen Blick auf den Insider-Hub. Wollt ihr dazu mal gesondert ein Video? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Und hat euch dieses Video gefallen? Zeigt es uns doch mit einem Like. Für mehr Updates, News und exklusive Einblicke in die Welt von Xbox vergesst nicht, ein Abo dazulassen. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns online.